So, Hallöchen und willkommen zurück zu Age of Empires 2 in HD. So, wir werden weitermachen mit die Verbannung des Sith und dazu wird uns gleich ein wenig was erzählt werden. König Alfonso schickte seinen treuesten und tüchtigsten Diener Rodrigo Diaz den Cid in die Verbannung, begleitet nur von Bavieca, seinem Pferd. Ich selbst und unsere beiden Töchter blieben in einem Kloster in Kastilien zurück. Als Rodrigo von mir ging, war mir, als würde mir das Herz herausgerissen. Rodrigo ritt allein in den kastilischen Winter hinaus. Er sollte nicht lange allein bleiben. Wohin der Cid auch ging, folgten ihm bald Söldner und Soldaten. Bald hatte er eine kleine Armee hinter sich gescharrt. Aber der Cid war es müde, die Einöden Kastiliens zu durchstreifen. Er brauchte eine Burg und einen Herrn, dem er dienen konnte. Auch diese fand er an einem sehr ungewöhnlichen Ort. So, dann werden wir wahrscheinlich jetzt hier uns neu aufbauen müssen. El Cid muss überleben. El Cid muss eine neue Stadt finden, in der er leben und einen neuen Herrn, dem er dienen kann. Gut. Ich kann euren Anblick nicht mehr ertragen, El Cid. Verlasst mein Königreich sofort. Gut. Das werden wir tun. Mein Cid, ich weiß, der König ist zornig, aber ihr wollt gewiss nicht ohne eure treue Stute Bavieca abreisen. Sie wartet auf euch in den Stallungen in Nordwesten. Also müssen wir erstmal in den Nordwesten. Hier sind Stallungen. Aber da sehe ich jetzt nichts. Vielleicht hier oben. Das kann ja schier nicht sein. Also hier war niemand. Ja. Tja, wie kommen wir jetzt dahin? Das Tor ist ja zu. Schauen wir mal da im Eck. Naja, gelacht, wenn wir dieses blöde Pferd nicht finden würden. Irgendwo wird sich's ja verstecken. Hier auf jeden Fall nicht. Mein Cid, ah, hier ist euer Pferd. Urteilt nicht zu hart über König Alfonso. Wir werden nun die Tore für euch öffnen. Viel Glück. Ja, sehr gut. Dann können wir ja endlich hier weggehen. Ich ahne schon, dass wir hier irgendwie den später irgendwie besiegen müssen. Also nicht in diesem Teil der Kampagne, sondern in einem anderen Teil der Kampagne. Das steht wahrscheinlich fest. Aber das werden wir auch wieder schaffen. Der Vorsprung ist groß genug. Wenn der Cid sich noch einmal in der Nähe unserer Stadt sehen lässt, könnt ihr das Feuer eröffnen. König Alfonso ist ein Narr, euch zu verbannen. Wir folgen euch überall hin, mein Cid. Das ist natürlich sehr gut. Wir werden jetzt erstmal eine neue, ja, Stadt suchen, Unterkunft. Vielleicht finden wir ja was. Ja, da geht gleich hier das Getümmel los. Sei gegrüßt, mein Cid. Mein Herr Montamit hat von eurer Lage gehört und lädt euch in seine Stadt Saragossa ein. Von hier ist es nur ein kurzer Ritt Richtung Südosten. Sehr schön. Das heißt, wir haben unseren neuen Herrn gefunden. Ich werde in der Zeit jetzt erstmal was trinken.
Ah ja. Ein kurzer Ritt. Ja, das sieht bei mir ein bisschen anders aus. Da ist ja überall Wasser. Und hier ist überall Wald. Na super. Ist ja noch besser. Am besten so viel Wald, dass wir nicht vorbeikommen werden. Tja. Das heißt, entweder finden wir hier einen Weg drumherum. König Alfonso hat die Schlucht nach Saragossa blockiert. Wenn wir hindurch wollen, müssen wir seine Burg belagern. Vielleicht finden wir die benötigten Truppen im Süden. Süden. Okay. Mal schauen, was wir hier finden werden. Mein Ziel, das wenige, das wir besitzen, soll euer sein, wenn ihr bloß Alfonsos Burg im Norden zerstört. Ah. Was haben wir denn hier alles? Wir haben natürlich keine Dorfbewohner. Na, Moment mal hier. Dann müssen wir schon ein Gar ausmachen. Und hier die Burg belagern. Ah, die kann von hier aus schießen. Ist natürlich von Vorteil. Sehr schön. Was? Wo schießt denn das? Alter, ich hab gesagt, du sollst das Ding angreifen hier. Bescheuert ist oder was? Alter. Was haben wir denn hier? Mönch, feindlich. Den greifen wir natürlich gleich an. Sag mal, ist das Tribok hier ein bisschen psoffer oder? Na also. Ja, da belagern wir erstmal die Burg. Sehr schön. Das kann schön weiter angreifen. Die Tribox, die sind ziemlich effektiv, ja. Aber halt extrem langsam. Da wäre es halt schon genial, wenn wir da ein paar mehr hätten. Hier, der soll das mal hier bitte angreifen. Dann können die in der Zeit das Tor angreifen. Und das Tribo kann die Burg für uns zerstören. Ja, gleich ist sie hinüber, dann können wir hier in unser neues Königreich gehen. Ah, noch ein Schuss. So, und als nächstes greift das an. Wir haben nichts davon, uns gegenseitig zu bekämpfen. Lasst uns einen Waffenstillstand ausrufen. Und dann geht jeder seinen eigenen Weg. Ja. Das klingt natürlich vernünftig. Jetzt können wir auch hier hingehen. Was macht das Tribok? Na, jetzt hat er die Hosen gestrichen voll, ja. Jetzt, wo wir ihm hier die Burg zerstört haben. Normalerweise hätte man hier oben das hier auch ziemlich schnell kaputt gekriegt. Hier hinten ist auch nochmal ein Feind. Die müssen wir wahrscheinlich besiegen. Werden sie wahrscheinlich belagert. Jetzt müssen wir mal schauen, wo müssen wir denn hin? Ja, am besten hier hin, zu der Burg. Schauen wir mal kurz unsere Ziele an. Schließen sich dem maurischen Motamint und seiner Burg in Zaragoza an. Ja. Das machen wir doch glatt. Das soll nicht unser Problem werden. Na, kommt ein bisschen schneller. Eieieiei.
Na, Aufi. Hallo? Wir werden sehr schön. Ihr hättet den Zeitpunkt eurer Ankunft nicht besser wählen können. Die Truppen Graf Berengers rücken auf unsere Tore vor. Besiegt ihn und die Ländereien außerhalb meiner Stadttore sind euer. Sehr schön. Da werden wir doch gleich mal hier mal schauen, ob wir da nicht was ausrichten können. Oioioioio. Na komm. Jetzt sind wir ziemlich dezimiert worden. Ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt hier anstellen sollen. So viel Ressourcen haben wir auch nicht. Tja, mal schauen, dass auf jeden Fall unser Zeug hier hinkommt. Dann werden wir ein paar von denen bauen. Dann werden wir Schwerkämpfer bauen und das war's dann wahrscheinlich schon. Weil so viel. Was haben wir hier? Holz brauchen die. Ja, das war's dann im Endeffekt auch schon. Was haben wir hier? Nahrung und Gold. Na, das klingt mal gar nicht mal so übel. Da wollen wir mal welche machen, bis wir keine Ressourcen mehr haben. So. Und dann werden wir uns mit unserem Tribok hier mal ranmachen. Mal gemütlich das Ding hier angreifen. Ah. Das sollte nicht so arg viel aushalten. Ah ja, es geht. Vollkommen in Ordnung. Ja, mal schauen, ob hier noch mehr irgendwelche Truppen sind. Und dann können wir mal hier diese kleinen Zelte angreifen. Die haben ja nicht viel. Dann könntest du unsere Truppen in der Zeit mal niedermachen, während das hier ausgeräuchert wird. Wir können uns natürlich auch die Ziele noch mal kurz anschauen. Ah, okay. Ja, da ist mir Age of Empires abgeschmiert. Da werden wir uns gleich wieder sehen. So, liebe Leute, da sind wir auch schon wieder. Ich habe nochmal die Mission von vorne machen müssen. Jetzt, dieses Mal wird es klappen. Das lag wahrscheinlich daran, dass in dem Moment dieser Dialog kam und ich auf diese Ziele gedrückt habe. Ja, das war vielleicht nicht so toll. Ich musste jetzt auch die Truppen, die vorhin vor dem Tor waren, ja, die haben sich irgendwie hier rüber verpimpelt, ja, und sind hier entlang, da habe ich die hier verfolgt und musste die hier rumtöten, ja, hier stand das letzte Katapult gefallen. Mehr habe ich nicht gemacht, also im Endeffekt das gleiche wie vorhin auch. Jetzt zerstören wir das und dann werden wir auch gleich wieder den Dialog hören. Hoffen wir mal, dass es dieses Mal, ja, klappt, ne? Sehen wir ja dann. So, jetzt sind wir. Stadt. Hier ist eine kleine Entlohnung für eure Bemühungen. Diese Dorfbewohner werden euch dabei helfen, euer eigenes Lager nordwestlich von Saragossa zu errichten. Aber seid auf der Hut. Berengar könnte zurückkehren. Ja, also, das heißt für uns mal wieder, hier, ein Dorfzentrum bitte. Hier werden wir die restlichen Gebäude mal angreifen. Dann werden wir uns gleich mal hier ranmachen. Wir hoffen bloß mal, dass die Dorfbewohner hier alle überleben. Sonst haben wir nämlich gleich ein kleines Problem.
Ja, das hier hat funktioniert. Na, der letzte Krieger versucht zu flüchten. Das letzte Zelt auch. Das hier werden wir mal schauen. Das reparieren wir hier, das Tribok. Das möchte ich nicht unter keinen Umständen verlieren. Was ist denn hier los? Ein eingezäunter Wald oder? Ah, okay, okay. Okay, wir sind hier wahrscheinlich nicht gerade gut am Platz. Wir sollten diese Mönche hier zerstören. Ganz schnell. Los! Auf jetzt, ihr Idioten! So, jetzt hier die anderen noch abschlachten, bitte. Hier ist eine Burg. Tja, das geht jetzt in die Hose hier, natürlich. Den müssen wir beschützen. Wir brauchen auf jeden Fall Stein. Ein bisschen Stein wäre sehr, sehr nett. Tja, anscheinend nicht. Gut, dann werden wir uns erstmal hier ein Holzfällerlager bauen. Der Kollege darf sich hier eine Windmühle bauen. Hier werden wir natürlich viele, viele Dorfbewohner erstmal bauen. Wir haben ja immer noch unten unsere Waffenwerkstätten und sowas, ja. Ja, weiß noch nicht, was wir denn machen. Wir werden erstmal hier die ganzen Truppen zusammenziehen, die hier noch verstreut in der Festung sind, die uns überlassen worden sind. Na, haben wir jetzt alles? Da ist noch einer. So. So, das Tribok ist auch wieder fertig. Dann packen wir das wieder ein. So, dann hier, bitte einmal. Du darfst natürlich hier Holz hacken. Ich hoffe mal, dass die Bogenschützen und so uns jetzt einfach mal in Ruhe lassen. Ich will von denen jetzt nichts wissen. Da werden wir nachher das hier oben, ja, mal schauen, was die Ziele sagen. Besiegen Sie Graf Berengur. Natürlich. Eine Burg wäre natürlich wieder schön. 400 Steine haben wir. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie Steine finden. Wenn nicht, müssen wir auf den Marktplatz zurückgreifen. Und uns Steine dort kaufen. Ich glaube, das sieht danach aus, dass wir hier keinerlei Steine finden werden. Ich habe hier jetzt auch keine gefunden, nein. Ja gut, bevor ich da jetzt groß suche, ja, darf der Kollege jetzt hier Holz hacken. Hier natürlich wieder Felder. Der darf Holz hacken. So, was haben wir denn hier noch? Ja, Dorfbewohner werden hergestellt, sehr schön. Bitte Gold abbauen. Unser Treebock hier hin. Mit dem nächsten Dorfbewohner werden wir ein bisschen was bauen. Eventuell ein, ja, ein Markt. So, dann einen Markt bitte. Dann können wir nämlich hier ganz geschmeidig handeln. Okay, also das Tribok, das hier und das hier, das muss mal auf die Seite. Na komm. Also dieser Kamelfuzzi hier, der gefällt mir gar nicht. Der muss jetzt mal dran glauben. Sehr schön. Was ist mit dem hier? Der Ritter. Der sollte jetzt auch eventuell sterben gehen. Tut er auch. Na genau, der auch. Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir uns die hier positionieren. So, dann wollen wir uns ein paar Steine kaufen. Klicken zum Verkaufen. Nein, wir wollen sie gern kaufen. 100 Steine. So, jetzt haben wir 700.
Dann werden wir uns eine Burg bauen. Genau, hierhin. Ich meine, mit der Burg können wir ja nichts machen. Leider. So, die hier können dann mal hier hinkommen. Wir werden uns jetzt auch gleich mal einen Tempel bauen. Hier. Du darfst weiterhin Holz hacken. Da werden wir gleich mal hier ein paar Felder in Auftrag geben, dass wir das nicht vergessen. Und hier nochmal ein paar Dorfbewohner, bitte. So, mit dem Tempel werden wir uns einen Priester bauen, der dann unsere Einheiten hier, die wo verletzt sind, schön heilen. Auch dieses nette Katapult. So, was brauchen wir noch? Eine Universität wäre vielleicht eine interessante Sache.